Ich habe so behinderte Scheiße schon wieder geträumt, das ist unglaublich. Aber was ich mich noch erinnern kann, normalerweise erinnere ich mich nicht an meine Träume, ne? Aber ist auch besser so. Also ich habe geträumt, ich wäre mit einer Freundin irgendwie im Schwimmbad gewesen und da waren dann so Mafiosen und sind hinter uns hergerannt. Und dann sind wir immer durch die Becken so in andere Räume reingeschwommen und so durch so Gänge gerannt und wo überall so Mafiosen-Komplizen standen und auf uns gelauert haben. Und dann sind wir wieder durch so ein Becken in so einen anderen Raum geschwommen. Und dann hat da so ein Mafioso mit so einer ultra gruseligen Kampfbestie in Menschenform wie auf uns gewartet. Irgendwie ist der Mafioso dann weggegangen. Dieser Mutant kam dann so auf uns los. Die Freundin von mir ist dann irgendwie abgehauen und ich stand dann da so, hab ein bisschen mit dem mutanten Fehler gequatscht. Und dann habe ich mich mit dem Teil angefreundet, obwohl ich total Angst davor hatte. Weil ich Angst hatte, das isst mich gleich auf. Von den Zehen angefangen bis zum Kopf dann hin. Erst Zehen und dann die Finger und dann die Knöchel und dann die Handgelenke und immer so weiter. Und zwischendurch war so ein Haar, so ein Gewürz. Und sind wir irgendwann davon losgekommen, durch diese Becken in andere Räume zu kommen, bin ich mit dieser Bestie da, die war zwischendurch da und dann wieder weg, so. Was haben dann? Ja, dann waren da überall diese Mafiosen und haben so gewartet und haben mich schon so angeguckt und ich renne so los in so einen Raum, wie so ein Restaurant eigentlich. Und dann bin ich da durchgerannt und so. Und dann haben die mich voll süß versteckt und so. Und dann diese Bestie kam dann wieder und war auf einmal total anders und kam dann so zu mir. Und dachte, ich wäre ein Roboter. Und dieser Mafioso dachte das auch. Und dann habe ich irgendwie geträumt, wir haben so schräge Dächer oben. Ich habe geträumt, ich wäre bei meinem Bruder oben gewesen. Das wäre noch nicht renoviert gewesen. Und ich hang dann da so im Fenster so. Da werden so Ameisen so aus dem Fenster angekrabbelt, voll ungeil. Und dann? Ja! Und dann habe ich geträumt, dass Tessa da bei uns aufs Dach geklettert ist. Also als hätte sie das jeden Tag gemacht. So einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen die Leute, die da unten vorbeilaufen, angucken, ne? Und dann hat sie einen Vogel gefangen, einen kleinen blauen Kanarienvogel hier in Wammel und Brakel und Körner hängen war. Also so Plakate hängen da ganz lange mit Elvis ist entflogen. Genauso sah der aus für die Leute, die aus der Gegend kommen, ne? Elvis. Ja, und dann meinte meine Mutter zu mir irgendwann später: Ey, Pia, kann ich mal dein Telefon haben? Ich so, ja, nimm. Und dann wollte sie den Tierschutz anrufen und wollte einen Vogel haben. Ich dann gesagt habe, ja, frag mal nach dem Vogel aus Wambel. Sie dann so in Gedanken so aufgelegt, so in Panik, Traum halt, ne? Als sie dann zurückgerufen hat beim Tierschutz, ist keiner mehr dran gegangen. Und da habe ich halt nochmal angerufen, ist direkt jemand dran gegangen wieder. Ne? Und dann halte ich ihr das so hin und dann macht sie die ganze Zeit so. Und riecht so quasi an meiner Hand. Träume. Ich stehe Träume nicht. Wir sollen mir so eine Leine aus Lichterketten hier hinhängen und einfach nur dazu Kacke erzählen, dass ich hier ein Licht habe. Glühwürde, ich will mich nicht mehr an Träume erinnern. Dann sowas da raus komplett. Kann jemand Träume deuten? Ich kann keine Träume deuten. Kann jemand Träume deuten? Eine Bestie hat mich verfolgt und wollte mich vielleicht aufessen und war dann am Ende ganz nett. Warum? Warum wollte meine Mutter einen Kanarienvogel kaufen? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Quatschvideo hier, das so wieder mal komplett keinen Sinn hat, gefallen. Und wenn ihr irgendwie so Wunschvideos habt oder so, oder irgendwie mal einen Tag, wo wir mitmachen sollen, dann schreibt es in die Kommentare! Ich schlafe jetzt weiter, glaube ich. Und ich gucke noch vorher ein bisschen Adventure Times, ne?
Dabei bin ich auch eingeschlafen und in Adventure Times kam ein Roboter vor. Vielleicht erklärt das, warum ich dachte, ich wäre ein. Warum die dachten, ich wäre ein Roboter in der Küche, in einem Restaurant. Verstehe ich nicht. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr sowas haben wollt oder sehen wollt, dann schreibt uns einfach. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Hab euch lieb, ciao!